Willkommen zum weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Seht schon, ich habe ein bisschen mehr ideologisches Outfit angezogen. Warum vielleicht nicht mehr 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Herz? Und die Leute wissen vielleicht, mit 13 Herz kann man es machen. Weil, falls ihr euch fragt, woher ich die Hose habe, das ist die Ursprungshose. Ein Held aus uralter Zeit soll diese schlichte Hose getragen haben. Das ist genau diese Schlichtheit hier, die aus ihr so ein solcher Klassiker gemacht hat. Und das Geile halt an der ist, die kriegt man nur durch Amiibo und die habe ich heute im Stream gezogen. Ja. Und dann würde ich mal sagen, ziehen wir jetzt mal das Schwert. Was ist denn das? Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Ich muss kurz eingenickt sein. Wer bist du? Oh, endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, oder? Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Nimm dich in Acht, mein Junge. Die Schwertzinsel muss auch der Höhe seiner Warnkräfte sein, weil sie nicht bereit ist. Das Schwert des Helden. Herzlichen Glückwunsch. 2, 4, 6, 8. Ja, das sollte reichen. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Weil normalerweise würde das Master Schwert dich dann eher davon wegziehen, sobald, wenn du nicht nur die ganze Zeit stehen musst. Da haben wir es, das Master Sword. Elias wollte unten das jetzt führen. Jetzt ruhig sein. An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen.
Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekubaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Ja, also ihr wisst ja, dass Link in den Schlaf gesetzt wurde und dann hatte Zelda das Schwert direkt dem Dekubaum anvertraut. Was du gesehen hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Was das Schwert? Ich denke, der Schwert ist jetzt okay, gerade das böse Bannen. Wenn du nur noch vom Schwert der Cornerhead kannst führen. Schwert laut Masterschwert. Wenn du der vergangenen Ordnung ihre Manifestation gegenüberstehst, würdest du vom Heiligen Licht aus dem Tempel beantworten. Bist du auf dem Herd, wird es schattig werden und deine Kräfte verlieren. Weil das passieren musste, warten, bis ich regeneriert habe. Theoretisch im Kampf mit Garnen auf, einzig auf dieses Schwert zu verlassen. Ja, der Fälle vorbereitet sind, sollst du auch die Titanen befreien. Ja, das Schwert des Helden. Naja, es ist meiner Meinung nach nur das beste sämtliche Schwert in dem Spiel. Keine Ahnung, es sieht einfach cool aus. Jetzt brauchen wir nur noch das Bastische. Oho! Oh, du bist es. Oh, nur schnell, ich bin es auf der Musik, kann aus dem Weiter kurzen. Muss, wie ich sehe, hast du den Weg nicht verloren, aber er hat ja dann wieder für den Tür, wenn das so ist. Ja, einmal Wachentasche. Ja, wer bitte? Ah, ja. Ich. So geil. Das wird irgendwann extrem teuer mit den Crocs. Diego! Down! Diego, down! Manchmal hasse ich meinen Hund. Der hört einfach nicht auf mich. Jetzt hat er meinen Boden voll genießt.
Ich hab die Schildtasche so vernachlässigt. Ich bin so froh, dass ich jetzt endlich das Wort sage und mich nie wieder hören lassen kann. Ich bin so froh. Ey, noch 4 Waffentaschen-Slots. Jetzt wird's Feuer. Ich hab mit Absicht bei Red Life Speed für die Aufnahme. Außer mal für die Leute im Stream. 35 für 1 Slot. 50 oder was? Mach lieber noch ein bisschen Schildtasche. Und zwei rein, die ich wieder schon auf der Kurs war. Ich krieg keine Ahnung. Ich weiß, dass ich der letzte Slot der Waffentasche freigeschaltet habe. Ich bin 55. Ja, ich weiß mal, warum ist immer sehr spannend. Dann würde ich auch mal sagen, wir haben uns jetzt genügend lang Maronus angehört. Ja, auch Hexenkelkrux vor uns. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Im nächsten Part wird alles auch wieder ganz abendfertig. Ciao.